Hey-ho, willkommen zurück zu Pokémon, die silberne Edition. Wir sind in Teak City und könnten jetzt einiges tun. Wir könnten zum Beispiel in die Arena gehen und den Arenaleiter herausfordern. Ich glaube, das mache ich auch schon direkt als erstes, ne? Der Kleinstein ist vorne, das ist gut. Und los geht's. Hältst du unseren Pokémon stand? Oh, wer weiß, wer weiß. Das ist übrigens eine Geister-Pokémon-Arena. Von daher ist es ganz gut, dass Kleinstein ganz vorne ist, weil er Intensität kann. Und Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Von daher ist diese ganze Arena nicht schwer für mich. Ja, seine macht natürlich Schlecker und ich würde paralysiert werden, aber nein. Sein Nibulak ist weg. Es wurde erlöst. Ja, und Kleinstein könnte sich schon bald entwickeln. Ich glaube, auf Level 24 entwickelt er sich, genau, weiß ich jetzt aber nicht. 24 oder 25, irgendwie so in dem Dreh. Entwickelt er sich? Ja, Schlecker, ich hab's ja verstanden. So, weg mit Nibulak. Gut. Sehr effektiv. Hey, Level up. Okay. Oh Gott, der hat so viele Pokémon. Noch ein Nibulak. Das könnte lange dauern. Ich setz Groll ein, hat keine Wirkung. Pech. So, und auch das Pokémon ist weg. Okay. Zwei noch übrig. Natürlich ist es beides ein Nibulak. Naja. Ich meine, ich kriege ja dafür Erfahrungspunkte. Und daher ist das Ganze ja vollkommen in Ordnung. So, Hauptsache meine Intensität geht nicht völlig flöten, weil ich habe jetzt keine Lust wieder zurück zum Pokémon Center zu latschen. So, und noch ein Nibulak. Okay. Auch das ist kein Problem mit Intensität. Ja, es setzt Flug ein, zieht sich selber die Hälfte der KP ab. Was für ein Trottel. Und kaputt. Weil der Flug ist ja eh aufgelöst, weil der Kampf jetzt vorbei ist. So, und Monty wurde besiegt. Ja, gut gemacht. Na, dann entwickelt sich Kleinstein wohl auf Level... Ah, verdammt. Auf Level 25. Man muss hier im Zickzack gehen, sonst wäre das nix, sonst fällt man immer durch den Boden. Man muss immer auf Augenhöhe der Charaktere hier bleiben, der NPCs. Ja, und Medium Dorothea schickt ein Alpollo in den Ring. Mal etwas anderes, mal kein Nibulak. So, nochmal Intensität. Oh Gott, das setzt Groll ein, hat keine Wirkung. So, Intensität 5, na toll. Hätte eigentlich gehofft. Ja, jetzt setze ich mich Groll ein. Ja, jetzt habe ich leider ein bisschen AP verloren für Intensität. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht irgendwie ein Galgen stricken wird. Ein Galgen stricken wird, ja. Klingt auch irgendwie komisch. Ein Strick. Ich verhaspel mich irgendwie nur noch. Sehr traurig. Muss mal wieder ein Buch lesen. So, Intensität Nummer 8. Und es ist weg. Ganz viele Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall ist Kleinstein jetzt Level 25 und müsste sich jetzt eigentlich jetzt müsste es sich entwickeln. Ja, Kleinstein entwickelt sich zu der leider letzten Stufe. Eigentlich gibt es ja noch eine Stufe, die kann ich aber nicht erreichen. Weil man ja Gearock tauschen müsste. Kann ich hier nicht. Von daher ist das die letzte Stufe. So, jetzt habe ich einen Georock. So. Und der nächste. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kommt wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Toll, ein ganzes Jahr. Okay, ein Pokémon hat Heribert. Ein Alpollo. Tolles Pokémon. Naja, Geist-Pokémon finde ich jetzt nicht atemberaubend, also ich würde jetzt nicht unbedingt Geist-Pokémon im Team haben wollen. Ja, Intensität 5 geht's nicht noch schlechter. Ja, sehr effektiv bringt er nur nichts. Ja gut, er tötet sich selber. Von daher ist das dann auch in Ordnung. Na gut, Heribert wurde besiegt. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Ja, wenn du meinst. Na, verdammt. Zickzack. So.
Hat vielleicht ein bisschen zu weit gelaufen. Oh man. Ist auch nicht so einfach dann, wenn man nicht richtig drückt. Da. Da, ganz langsam und dann geht das auch. So, ich werde siegen. Nein, du wirst verlieren. Und zwar haushoch. Vielleicht hat sie auch noch ein Pokémon. Ne, ganze drei. Okay, Zenobia. Gibt ein Nebulak. Warum nicht? Shigeorok. Wen noch sonst? Ja, setzt ruhig Groll ein. So, Intensität Nummer 6. Kaputt. Sehr effektiv. Georok hat schon wieder ein Level up. Macht gerade viele Levels, Georok. Brauche ich ihn erstmal nicht trainieren. Aber die anderen müssen ja mal irgendwann nachrücken dann. So, Nebulak. Ja, setzt ruhig voll ein. Intensität 7. Es ist weg. Volltreffer. Sehr effektiv. So, und eins müsste noch kommen. Ein Alpolo. Warum die das nicht vor Nebulak geschickt hat, keine Ahnung. Wollte sich ihr stärkstes Pokémon wahrscheinlich bis zum Schluss aufheben. In der Hoffnung, noch was reißen zu können. Aber man sieht's ja. Weg. Tja. War nicht schwer. Zenobia wurde besiegt. Ja, du hast verloren. So, jetzt nur noch der Arena-Leiter. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende, daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Er hat sich gar nicht mal vorgestellt. Na gut, Herr Leiter Jens möchte kämpfen. Schickt an Nebulak. Mann, da schlottern mir die Knie. Das ist so unheimlich. Dieses Gesicht von Nebulak. Diesmal macht der Fluch sogar Sinn. Dass er ihn so früh eingesetzt hat, weil er ja noch drei Pokémon hat. Das heißt, jetzt ab sofort wird mir dann immer ein bisschen Energie abgezogen. Aber jetzt auch nicht so viel, dass ich mir jetzt deswegen Gedanken machen müsste. Ich meine, ich habe ja noch mehr Pokémon. Oh Gott, sieht Gengar hier gefährlich aus gerade. Nein! Georok schläft, ja, und jetzt kommt natürlich auch noch der Groll dazu. Ja, Mist. Na gut, dann muss ich wohl doch austauschen. Warte, genau. Warum nicht? Mein kleines Schäfchen. Ja, Traumfresser geht natürlich daneben, weil ich ja wach bin. So, also los, Donnerschock. Das ist so doof irgendwie. Ey. So, Aufwecker. Warte. Ja, genau. Ich wette, er setzt schon wieder Hypnose jetzt ein. Aber es hat tatsächlich mal keine Wirkung. Toll. Zieht auch gar nichts ab. Ach, nee. Das kann sich ein bisschen ziehen jetzt. Ja, los, Igelover. Da, ging daneben. Und gut. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon im Team gleichzeitig schlafen können, aber jetzt sind schon drei. Ja, jetzt muss ich halt warten, bis der eins mal wieder aufwacht. Wow. Das sieht nicht gut aus. Sieht sowas von nicht gut aus gerade. Los, Tauburger. Ich weiß nicht, ob Windstoß noch was bringen würde. Ja doch, es bringt was. Toll. Och, das ist so doof irgendwie. Ich verliere. Ich verliere diesen Kampf. Wieso zieht er so viel ab, diese Traumfresser? Na, Tauboga schläft tief und fest. Also so gleich verloren. Gibt's doch gar nicht, das ist doch nur ein einfacher Arena-Leiter. Ich versage jämmerlich.
Ja. Verdammt. Wir Togepi mal kurz rein. So, Beutel. Müssen doch irgendwann mal so ein Beleber aufgesammelt haben, genau. So, für Georock. Georock ist wieder fit. Ah, Togepi ist nicht eingeschlafen. So, ein Supertrank für Georock. Okay. Togepi schläft. Hey. Keine Heuler einsetzen, ne? Ja. Okay, Togepi ist tot. Okay, Georock. So, jetzt aber. Gut. Intensität 7. Gott sei Dank. Aber leider hat er davon ja noch eins. Ja, Herdner brauche ich nicht. Nein. So. Georg, Herdner nicht erlernt. Jetzt kommt noch ein Alpollo. Schade, dass ich keine Aufwecker mehr habe. Falls nochmal sowas kommt wie Hypnose. Okay, Nachtnebel. Intensität. So, das Alpollo ist auch weg. Mann, ich dachte wirklich, ich würde noch verlieren, aber noch ist er nicht vorbei. Achso, ja, ich dachte, er hätte zwei Gengars. Okay. Na gut. Dann sollte das ja doch noch zu machen sein hier. So, Intensität. Ah, nein, nur Nummer 5. Das langt leider nicht. Also nochmal versuchen. Oh nein. Gut, es lebt noch. Puh. Das war wirklich irgendwie knapp. Ich muss mal wirklich wieder mehr trainieren. So, Jens wurde besiegt. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. So, ja, Graf erhält den Phantomorden. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. TM30. So, das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die den Spezialwert. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Okay. So, abkürzen hier. Dann sind wir draußen. Mann, das hat jetzt etwas länger gedauert mit der Arena. So lange sollte das eigentlich nicht dauern. Ich hatte eigentlich so 5-6 Minuten. Jetzt habe ich den ganzen Part dafür gebraucht. Naja. So, dab, dieb, diedel, dab. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, auf jeden Fall hat mir dieser Kampf jetzt auch gezeigt, dass ich definitiv wieder trainieren muss. Und zwar würde ich sagen, so ziemlich alle auf Level 30. Außer Voltilam, den werde ich nur bis Level 29 trainieren, weil er sich auf Level 30 entwickelt. Weil ich das ja zeigen möchte. Die anderen werde ich versuchen auf Level 30 zu trainieren, außer Togepi natürlich auch noch, ne? Also Vati und Togepi nicht. Warte ihn nur bis Level 29 und Togepi überhaupt nicht. Und dann sehen wir uns, gut, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Am besten hier bei dem Mädchen. Genau. Blöd mir ein bisschen mit dem Mädchen. Und hier sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.